tippe dann doch Joan Didion, ein Jahr des magischen Denkens. Sie ist eine gute Freundin des Lochbuches, ganz anders, eine sehr intellektuelle Art zu trauen. Oder, aber da, dadurch sieht man auch, dass jeder eine andere Art sucht und vielleicht auch findet, um mit so einer extremen Form des Leidens umzugehen. Sie taucht in die Wissenschaft, sie sucht Bücher, Bücher, Bücher über Herz, Körper, über Trauer. Also fast eine Art, fast als ob sie es weghält. Aber zu gleicher Zeit ist das auch sehr, sehr rührend. Ein rührendes Buch.